Voll ist ein gutes Stichwort. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Multiplayer-Projekte mit Maurice und Adrian ist am Essen. Hallo. Moin. Wenn ich Glück habe, kriege ich das ganze Feld in den Korntank rein. Das wird aber auch so ein Gerenne auf letzter Sekunde wahrscheinlich. Ich weiß jetzt schon, wie mein morgiger Tagesablauf aussieht. Ja. Voll ätzend. Ich weiß schon, dass ich morgen früh aufstehen werde. Das erste, was ich machen werde, ist PC anmachen, Videos hochladen und kodieren. Das heißt, ja, wenn ich dann... Du erstmal zum Hopper, willst du, muss ich erstmal kommen. Bus? Ja. Das ist das ja, jetzt nicht so schwierig. Was? Achso, nee, dahin? Ja, doch, wahrscheinlich. Wie das sonst? Bild von dem Bus, den wir abholen, habe ich dir ja schon geschickt. Ne? Hätte ich mein Handy zur Hand, könnte ich jetzt ja, ja sagen, aber ich finde es ja, nicht. Ich schon, doch, ich schon. Nicht hinterm Tablet, auch geil. Aber, dann, so. Aber den nehmen wir nicht so ab und dafür habe ich noch kein Bild geschickt. Kann sein. Ja, hallo. Ja, hallo. Als Aria. Da hast du dich wieder beruhigt. Was willst du denn jetzt? Ich habe mich beruhigt. Oh, Maurice, ich bin doch voll. Ja, geht nicht. Ja, komm ich. Dann komm ich. Maurice ist voll, 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 voll. Dann geh ich schon mal mit dem Kurbach rüber. Das kannst du machen. Das ist eine gute Idee. Ja, passt doch. Voll, 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 voll. Hast du überlegt, dass wir vielleicht sagen, dass wir vielleicht dieses Feld hier nachher die Kuh, die sie hier draufstellen. Hier jetzt. Und den Rest auch mal rum mit Gras, weil dann hat man auch ja. So mal eine etwas größere ja, Grasfläche. Eben. Weil ich glaube nicht, dass wir so eine große Kuhwiese haben. Also cool. Nee, deswegen, dass wir vielleicht das Feld sozusagen aufgeben, in dem Sinne wie Feld 20 schon. Und halt eben. Ja. War runter. Was war runter? Nee, der Grober soll runterfahren. Ja, sowas in der Plan vielleicht. Das wird hier so direkt im Hof halt auch die Tiere haben. Ja, das ist das logisch. Sowas machen, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee so. Das ist mal eine ganz gute Idee. Ach ja. Was hast du? Weiß nicht, ich könnte mich so wieder ins Bett legen heute. Heute Abend ist schlimm. Bei mir überhaupt nicht. Ja, ich muss gar nicht duschen, dann bin ich aber auch im Bett verschwunden. Also gestern Abend hatte ich da überhaupt kein Problem. Aber heute Abend ist echt wieder schlimm. Obwohl ich im Gegensatz, obwohl heute habe ich mehr gemacht als gestern, muss ich sagen. Marc, ich kann dir sagen, woran das liegt. Ich schlafe zu wenig, ich weiß. Du weißt nee, es selber. Das macht dein Körpergewicht, das macht träge. Ja, ist klar. Aber wortwörtlich träge. Lustig. Obwohl ich heute Nacht eigentlich bedeutend besser geschlafen habe als davor. Ey, das ist bei mir aber wirklich auch so gewesen, ne? Was? Ich weiß nicht warum. Dass ich letzte Nacht besser geschlafen habe. Also, keine Ahnung, ich von, mich so gefreut, man weiß es. Von Mittwoch auf Donnerstag habe ich echt scheiße geschlafen. Ich war morgens echt gerädert. Also, ich würde nicht sagen gerädert, aber ich war schon... Ich habe auch erstmal 2 Stunden gebraucht, als ich in der Firma war, bevor mich einer so richtig mit mir was anfangen wollte. Aber sonst... Und heute, also auf Freitag, ich weiß nicht, vielleicht war das Gefühl von Freitag, endlich Wochenende, vielleicht hat das doch ein bisschen mehr gebracht. Jo, ich bin zwar um 20 nach 5 wach geworden, wo ich dann gedacht habe, oh, ich habe ja noch eine Stunde so in etwa. Oder 1,5 Stunden, gut. Aber trotzdem. Ach, muss ja mal kurz was gucken hier. Was ist hier jetzt eigentlich mit dem? Mit dem? Das Video ist verfügbar. Ich guck mal am Handy. Hast sogar 40 Minuten, lol. Ganz schön langgezogene Folge, hör mal. Ich wollte mal gucken, weil ich um Weihnachten wirklich ein paar Tage mehr Zeit habe und unsere Firma wirklich zu hat. Da
Dann werde ich auch mal wieder ein bisschen Livestream, weil da habe ich nie mega Bock drauf, aber da komme ich am Wochenende halt nie zu. Ja, klar. Wochenende ist immer. Freitagsabends aufnehmen, dann hast du samstags die ganze Bearbeitung und auch noch Aufnahme. Und Sonntag, dann hast du hochgeladen und dann ist wahrscheinlich schon wieder abends und dann ist Sonntag, rutscht mir alle mal ein Puckel rund. Ah, ist ja nichts. Oh. Ah, ja. Okay. Das heißt, wenn man mal so einen Tag nicht da ist, dann merkt man das so sofort. Los aus Aachen. Ja, Kartenzahlung akzeptieren, Werbung rutscht mal ein Puckel runter. Live. Fail. Zahlenforst. Ja, nee, ist klar. Also. Ja. Ja, Soos aus Aachen, ja? Ja, die ja. Ey, das Lilly ist so legendär. Lilly. Ja. Oder hatten wir vorletzte Nacht immer wieder Vollmond oder so? Was hatten wir denn vorletzte Nacht überhaupt für ein Datum? Haben wir denn heute überhaupt? 14. Ne, war kein Vollmond. Morgen ist Halbmond. Wenn das die Mondphase ist, die da steht, ich kann das so schlecht lesen. Kann ich lesen. Ja, das ist dieser ja, großer. Ja, ich weiß. Der Post, ja. Der Post kann ich lesen. So doofe Fragen wird auch nur Mori stellen. Ja, jetzt. Oh, ist besser. Oh. Adrian. Ja. Ach, du hast Ferien über Weihnachtsfeiertage, oder? Was für Ferien? Urlaub. Urlaub. Ja. Ferienurlaub, ich komme. Ja. Von wann bis wann? Vom 22. bis 7.1. Urlaub. Ja, auf 2 Wochen. Allein. Ich hatte bisher erst 3 Tage Urlaub. Geschmack. Der Teig. Ich hatte bisher erst 3 Tage Urlaub. Stellt euch das mal vor. Reicht doch. Ah, und 1 Tag krank. Entschuldigung. Reicht doch. Ich beschwimme mich auch nicht. Ich habe ja noch 9 Tage plus Überstunden. Ja. Endlich wieder Gülle fahren! Was bist du verwegen? Scheiß Winder! Wer frisst Ende wieder Gülle fahren? Ich dreh durch! Hä? Endlich Gülle! Gülle! Kennst du das Video nicht? Ja. Kann ich lesen. Ja, das wusste ich schon. Ich kenn's echt nicht. Oh. Wer frisst Ende wieder Gülle fahren? Ich dreh durch! Bei mir gibt's jetzt Milka-Bonbon und Speinpuppen runter. Marc. Was? Achte doch auf deine Diät. Ich habe dir doch einen Ernährungsplan ausgehandelt. Hallo, ich trinke hier gerade Spezi. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Zucker in der Cola drin ist. Oh Gott, wenn du so weitermachst, wirst du als Jungfrau sterben, ey. Ja, Frau, ja, aber es ist alles meins. Habt ihr denn so Frauen bei euch im Betrieb? Bei uns? Oh, die wichtigste Frage. Bei mir jetzt? Ja. Bei uns in der Filiale. Nur unsere Filialleiterin. Unsere Lageristin. Ja, ist doch geil, mach dich ran da. Die kann gut stapeln, aber glaub mal. Den Witz muss ich mal bringen. Ich glaube, da lacht sie auch. Ja, ja. Siehst du? Dann kannst du dich gleich bei ihr so. Oh, na? Hört schon was vor? Oh, Adrian, ich fühl. Und sonst? Ich weiß gar nicht, in den Filialen wahrscheinlich auch, aber Büro ja, halt. Ja, da hast du ja nichts mit am Hut, ne? Ja. Ne? Zumindest nicht freiwillig. Ne? Oh, ich hab mir meine Frau. Die ja, einzige, die ich bisher Freundin getroffen habe, ist. Was? Was? Hast du meine Freundin gegönnt oder was? Ja, sicher. Ne, da war ja scheinbar nicht viel dran. Na doch. Kennst das ja. Also, Maurice hat schon was zu packen, das kann man wohl sagen. Also, der war fertig. Aber im positiven Sinne. Ja, ja. Ist bei mir ja das gleiche. Ja, bei Adrian ist nicht viel dran. Einmal zu fest drücken und hast 2 Adrians. Ja, das stimmt. Immerhin komme ich um die Ecken, ohne den Blinker zu setzen, Marc. Oh, oh
zerstört. Marc braucht Positionsleuchten. Und der Piep bleibt rückwärts gehen. Ja. Und gleich. Wie war das mit zusätzlichem Gesamtgewicht? 40 Tonnen, die habe ich noch nicht. 40 Tonnen. Kann mir mal einer beim Grubbern helfen? Maurice kann. Maurice kann kommen. Ja. Braucht er nicht. Das braucht er jetzt echt nicht mehr. Also vier Bonbons von diesen Dingern habe ich noch, dann ist die Packung leer. Hast du alle heute gegessen? Wollte ich gerade sagen, so richtig voll. Hast recht, die Packung. Nee, ich habe gestern glaube ich auch schon drei gehabt. Ja, drei von 100. Leute, der Rest. Nee, ich weiß nicht, wie viele da drin sind. Ich muss dich mal wiedersehen. 86 Gramm. Weißt du, dann kommen wir her, dann kommen wir zu Marc. Nee, warum? Ihr seid jetzt mal dran, zwar hierher zu kommen. Ja, ich komme ja nächstes Jahr im Sommer, weißt du das? Ey, wir haben uns nächsten Monat schon ein Jahr lang nicht mehr gesehen. Heftig, ne? Ja, ist richtig. Wahnsinn. Ach, das war im Januar, oder? Ja, ja, das war im Januar. Alter, wie die Zeit die rennt, ey. Ja, weil die Videos ja noch von dem Vater habe ich ja auf dem Handy, auf dem PC drauf noch. Bei unseren Busfahrten. Ah. Außer meiner. Ja, du Knecht. Die habe ich aber auch selber nicht mehr. Ich hab Adrians garantiert noch irgendwo rumliegen. Wenn ich hab mal ich die nie geschickt. Doch, die hast du mir mal zukommen lassen. Oder ich habe sie von Maurice bekommen. Deine eigene habe ich dir zukommen lassen. Ich habe aber auch deine gehabt. Ach nee, ja? Blödsinn. Bitte guck nochmal, Marc, ob du die doch hast, Marc. Ja, aber wer du veröffentlichst das dann knallt. Nein, du sollst mir nur geben. Ich veröffentliche es nicht. Ja, also. Ja, versprochen, so ehrlich bin ich. Ja? Aber ich will es halt gerne nochmal sehen halt. Ich muss bei mir nochmal durch meine WhatsApps scrollen. Oder meinen ganzen Handy-Backups, die bei mir auf PC liegen. Nach, ja? Ich schreib's dir auf meine To-Do-Liste. Wie geil der das bearbeitet. Bearbeitungszeit bitte 4 Monate einplanen. Wenn ihr Glück habt, Sommer nächsten Jahres. Ja. Hauptsache ich hab's noch. Wann ihr es kriegt, ist ja erstmal egal. Ich hab noch drei von den. Jetzt habe ich nur noch zwei von den Bonbons. Wenn ich mit den dritten jetzt nochmal schon frisst den ganzen Edeka zu weg. Annegret. Nee, wie heißt du noch? Marianne. Domme. Nein, Domme. Die andere, die das Kuchen gefressen hat. Ach, hier, Ja. Ach, scheiße. Ja, du weißt aber, wen ich meine, ne? Ja, ja. Und es wäre? Nee, nicht Annegret. Annemarie? Ja, ja. Annemarie? Ja, irgendwie ja. Sowas, ne? Bin ja, ich auch der Meinung. Nee, das bist du nämlich gerade. Wenn ich dann irgendwann mal keinen Bonbons mehr habe, dann wäre ich zu Furie. Ja, als ich nichts mehr zu essen gefunden habe, habe ich auch Klopapier genommen. Nee, komm mal. Habt ihr Klopapier genommen? Habt ihr so in Kakao eingewickelt? Lecker. Hab das zusammengerollt, ja, da hab ich das gegessen. Lecker dahinter. Meine T-Shirts sind eigentlich Nachthemden. Aber fällt ja nicht auf. XXXXL. Also. Marc trägt auch immer Nachthemden. Nee, ich schlaf nackt. Ach, da kommt deine Schwester zu dir angekuschelt oder was? Ich hab wieder in der Schule gesehen. Ja. Ja, die war heute auch wieder in der Schule, die war krank. Wenn du was zu mir gesagt hast, mich gut angeguckt. Ich hab sie verstanden, was sie von mir wollte. Maurice? Ja? Findest du Marc seine Schwester schön? Nee. Du hast ja nicht live gesehen, das ist ja. Ich hab die noch nie gesehen, nicht mal annähernd. Ich hab auch, glaube ich, kein Foto von ihr. Dann mach mal eins. Das können wir ändern. Unter der Dusche. Hat die ein Profilfoto dran? Ja, hat die. Ah, dann schick mal bitte, ich muss mal sehen. Bin dran. Ist so eine wie Marc nur 20 mal leichter. Ne? Das ist eine Menge. Eben. Ach, du meinst so eine Tanzverbote oder was?
Nochmal zickzack Bilder. Eine GoPro ist. Dann, Marc, wenn du gleich noch Zeit hast, guck mal, ob du das wieder findest. Ich würde das so gerne nochmal angucken. Ries? Ja. Gibst du? Ah, ja, ja. Sie hat jetzt leider nur das als Profilfoto drin, nichts anderes. Alter Schwede, ey, seid ihr von verschiedenen Müttern oder was? Warte, ich hatte mal, ich bin mal bei ey. Alter! Warte, warte! Die ist ja in meiner Statur! Ist die ja? Alter Schwede! Also, jetzt bin ich aber geschockt. Gut, wir sind uns auch geschockt, das hört ihr morgen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis dann wieder. Bis dann, danke. Ciao. Tschö.